Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen kleinen Erfolg, den wir unter Erkunden und an Dracheninseln finden. Und zwar schimpft sich der Blauseen. Und für diesen müsst ihr Folgendes machen: Fliegt ohne Zwischenlandung von der Spitze vom azurblauen Archiv zum Kobold-Konvent. Und ja, wo sind wir jetzt? Wir sind einmal hier Azur-Archiv, einmal ganz nach oben geflogen. Und das ist etwa auf den Koordinaten 39, 62. Und wo müssen wir hin? Zum Kobold-Konvent, das ist irgendwo da hinten. Mal gucken, ob das jetzt ohne Probleme klappt. Ich fliege jetzt einfach hier von ganz oben los. Da kommt ihr eigentlich mit eurem Drachen relativ easy hin. Und wir flattern jetzt einfach mal rüber. Ich habe volle Aufladung, habe beziehungsweise auch alle von diesen Sachen geskillt. Aber ich denke mal, da wir ja eh relativ hoch sind, sollte das gar kein Stress sein. Jetzt machen wir hier mal den Speed rein, dass wir einen Ticken schneller sind. Und mir wird gesagt, wenn ich drüber fliege, dann müsste es auf jeden Fall zählen. Also ich vermute mal, dass das kein Stress sein sollte. Übrigens, falls ihr euch Probleme habt, da hochzukommen, da gibt es auch verschiedene Port-Dinger, die man benutzen kann, wenn man die Kampagne gespielt hat. Und dann ist das eigentlich relativ easy. Ich denke mal, wir können sogar relativ weit oben hier rumfliegen. Machen wir mal nochmal ein kleiner Speed ran. Nochmal ein Speed ran. So, jetzt kommen wir hier in die Nähe. Da unten ist das Kobold-Konvent. Da kann man ja auch eine Ruffraktion hochfarmen. Und easy, sobald hier Kobold-Konvent kommt, kommt dann auch einmal das Achievement. Mehr ist es tatsächlich nicht. Von A nach B fliegen. Ich zeige jetzt mal, wo ich hingeflogen bin. Also hier auf den Koordinaten 46, 26. Und ja, dann habt ihr ein Achievement mehr mit, keine Ahnung, vielleicht 1-2 Minuten Aufwand. Mehr ist es nicht. Bringt auch schöne 10 Punkte. Gut, damit verabschiede ich mich schon wieder. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.